Servus Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. In der letzten Folge waren wir mit Steiner unterwegs, beziehungsweise haben mit Zidane erstmal Prinzessin Garnet entdeckt, die uns fast umgelaufen hätte, weil sie es so eilig hatte. Das ist natürlich kein Problem, das darf eine Prinzessin. Und ja, in diesem Part geht es jetzt darum, die Pluto-Truppe zusammenzurufen. Wir werden jetzt... neuer Bildschirm. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, wo laufen wir denn jetzt am besten hin? Ich habe mal das Gefühl, wir könnten da hochgehen. Da. Das müsste die Königin, der Platz der Königin jetzt sein. Oder? Genau. Kriegen wir vielleicht was von ihr? Hier, nimm das, aber nun schaff mir gar nicht her. Seidenhemd. Haben wir sogar was bekommen. Geil. Ja, das kommt eigentlich... Also normalerweise bekommen wir da nichts, weil wir einfach so schlecht waren im Bereich. Wir waren einfach schlecht in diesem Kampf. Wir haben, glaube ich, einmal 70 oder so oder 80 geschafft, aber mehr auch nicht. Und die Königin war aber auch nicht zufrieden. Deswegen... Oh, ja, hier wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Scheiße, ich wollte nach hinten. Tut mir leid. Das passiert. Wir gehen da lang. Genau. Und jetzt müssten wir hier sein. Jetzt müsste es einfach eine Pluto-Truppe hier geben. Vorhin kamen hier einige... Okay. Bleib stehen. Jetzt komm wieder her. Wo ist er denn? Müsste doch ein... Vorhin kam hier einer... Ja. Es muss einer von der Pluto-Truppe gerade hier gewesen sein. Oder nicht? Nee, das sind die Köche hier. Jetzt müssen wir ihn aber hier irgendwo erwischen. Machen wir mal so, wenn wir wieder darüber gehen, kommt der raus, ne? Das machen wir dann so. Ah, er will mich verarschen. Der will mich echt verarschen, ne? Jetzt. Immer mal so. Jetzt hab ich dich, du Bastard. Jetzt hat er war. Ich hab sie gleich. Ja, ich hab sie gleich. Das hoffe ich ja mal schwer für dich. Ey, das war ja eine schwere Geburt, diesen Sack da jetzt zu holen. So, dann hätten wir den nächsten. Als nächstes holen wir uns den hier. Der müsste hier direkt sein, am Buffet natürlich. Was hab ich geholt dann? Weil ihr jämmerlichen Waschlappen immer nur quengelt, sind Alexandrias Männer so viel, so in Verruf. Reißt euch zusammen, um Himmels Willen. Schlechter Ruf hin oder her. Gutes Essen soll man nicht stehen lassen. Hunger. Nochmal. Ach, die sagt tatsächlich dasselbe. Das ist so lustig, wie er immer rumzappelt da, der Steiner hier. Dieser kleiner... Das ist ein kleiner... Ja, Gartenzwerg und da springt er immer so rum, ne? You're so fucking back. Haben wir hier noch wen? Wie viele haben wir denn eigentlich jetzt insgesamt angesprochen? 1, 2, 3. Ah, hier müsste noch einer sein. Yes, baby. 4. Also ich wollte ja schon immer viel lieber meine Tage damit verbringen, Gedichte zu schreiben, als Soldat zu sein. Gewährt mir den Austritt aus der Pluto-Truppe. Das geht nicht. Was meinst du, Kerl? Du bist doch erst seit letzter Woche in der Truppe dabei. Hör auf zu quengeln und geh sofort die Prinzessin suchen. Mama! Steiner hat gesagt, ich darf nicht gehen. Ja, Steiner ist schon ganz gemein. Ne? Aber das ist so ein Typ, der besteht halt auf das Recht. Jetzt gehen wir mal raus hier. Der, mein Gott, wer sich halt der Pluto-Truppe anschließt, der gehört halt dazu, ne? Und... Der soll dann halt auch nicht jammern, wenn der...
Ah, das Theaterstück scheint ein großer Erfolg zu sein. Aber wenn ich die Prinzessin nicht finde, bevor es vorbei ist, dann gibt das einen sauberen Apfel von Königin Bran. Und außerdem werde ich dann wieder zur Zielscheibe des Sports für Beatrix, Leute. Ich muss mich beeilen. Was machst du da? Einfach nur da sitzen und ins Wasser starren. Balsam für die Nerven. Hauptmann, leistet ihr mir Gesellschaft beim Entspannen? Entspannen, sagt er. Schwing deinen müden Knochen hoch und such die Prinzessin, Kerl, auf Befehl ihrer Majestät. Ach du liebe Güte, das ist ja eine Tragödie. Verlasst euch auf mich, ich werde die Prinzessin unverzüglich finden. Ich gebe alles. Der Erste, der motiviert zu sein scheint. Hier ist niemand vorbeigekommen. Ah. Der das jetzt wohl gerade war, ne? Soldatnummer. Ich glaube, wir wissen alle, wer das war. Hör mal. Wollen wir nicht mal zusammen ausgehen nach Treno vielleicht? Also, ich weiß nicht. Tja, was treibst du da? Nimm die Beine in die Hand und finde die Prinzessin. Jawohl, zu Befehl. Sir. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute gefunden oder was? Naja, jedenfalls gehen wir jetzt in das Gebäude rein. Dann gehen wir hier weiter entlang. Links kommen wir nicht rein. Und jetzt müssten schon die Wendeltreppen nach oben gehen. Das finde ich übrigens super geil gemacht. Diese Treppen. Jetzt müsste oben, wenn ich mich richtig erinnere, ein Soldat da sein, bei dem man abchecken kann, ob man alle gefunden hat. Den müssen wir jetzt halt auch... Haben wir den gerade angesprochen? Ich bin ganz schön außer Puste. Oh, Hauptmann Steiner, haltet ihr euch etwa auch neuerdings jeden Tag mit etwas Treppensteigenden vor? Nein, nichts dergleichen. Oh, das ist nur Schlappschwänze hier. Ich bin auf der Suche nach Prinzessin Garnet. Ist sie etwa da oben? Hast du sie gesehen? Nun, ich war gerade auf dem Weg nach oben. Doch da bekomme ich plötzlich so gemeines Seitenstechen. Übrigens, habt ihr schon der Rest der Pluto-Truppe den Suchbefehl erteilt? Selbstverständlich, den habe ich Beine gemacht. Seltsam. Mir war so, als wäre es einer zu viel gewesen. Marquardt und Kochel, die immer über alles und auf dem Laufenden sind. Habt ihr den Suchbefehl schon erteilt? Ja. Lasst mal überlegen. Lauda, dessen Gedichte jeden schönen Geist zur Verzückung bringen. Habt ihr den Suchbefehl schon erteilt? Bibliothek? Ja. Chanel, dem besten Kanonier Alexandrias. Habt ihr den Suchbefehl schon erteilt? Ja. Weimar, dem einzigen, der in dieser Stadt jedes Mädchen beim Vornamen kennt, habt ihr den Suchbefehl schon erteilt? Ja, der war gerade davor. Hagen, der Alexandria besser kennt als andere Leute ihre Westentasche, habt ihr den Suchbefehl schon erteilt? Ja. Märchenhain, dem letztjährigen Sieger des Kanonenkugeltragen-Wettrennens, habt ihr den Befehl schon erteilt? Der Hauptmann, wie er leibt und lebt. Elixier, thank you. Ja, jetzt hau ab. Wir müssen nach oben. Oben angekommen. Auch noch nicht angekommen. Noch sind wir nicht oben. Aber gleich. Ah, da geht's rein. Und jetzt. Uff. Ich bin fix und fertig. Aber ich muss mich zusammenreißen. Ich muss die Prinzessin finden. Ganz motiviert. Wer ist denn da hinten? Moment mal. Das ist doch die Prinzessin! Verfolgt von einem Räuber. Prinzessin, ich eile! Oh my goodness, man! Übrigens, übermenschliche Zwischensequenz. Ganz wagemutig. Und goodbye, my friend. Was? Die spinnt doch. Oh mein Gott, der Steiner. Oh yeah, das wäre so ein Adrenalinstoß, glaube ich.
deiner kommt. Wie ein Engel. Eine super geile Szene, muss man schon sagen. Steiner, wie er leibt und lebt. Geiler Typ, ganz ehrlich, geiler Typ. Ich mag ihn schon, aber trotzdem nicht so mein Lieblingscharakter. Die Musiker. Nanu? Wo ist die, wo ist Garnet hin? Oh. Oh. Naja, sie verläuft sich erstmal. Bäm, alles jetzt umwerfen. Ganz geschickt. Naja, die lassen sich nicht aus dem Takt bringen. Haben wir hier was auf dem Schifflein, was wir mitnehmen können? Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, da hinten hätte es was gegeben. Nee, gab's nicht. Alles klar, ich in mein Bärchen, dann gehen wir mal da rein. Ah, was soll das? Hey. Doda, wenn du mich schon umrennen tust, dann entschuldige die wenigstens. Ich bitte um Verzeihung, ich war in Eile und da. Also wirklich, wo ich da jetzt auf die Bühne muss. Diese scheiß bayerischen. Jetzt. Hey, sieh dann. Hör doch mal. Die Kleine da, die hat nicht eure Tossen im Schrank. Wie auch immer, lass mich durchziehen. Augenblick mal. Was ist hier eigentlich los? Nein, Ruby, wir reden später. Ciao, Bella. Caro Bella, Bella. Jetzt hier ein Besprechungsraum. Und puh, endlich zur Vernunft gekommen. War zwar irgendwie anders geplant, aber das macht die Sache nur noch einfacher. Ihr gehört doch zu dieser Schauspieltruppe. Fuck, sie hat mich. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, aber ich bin in Wirklichkeit Prinzessin Garnet Till Alexandros von Alexandria. Ach was. Und ich habe eine große Bitte an euch. Würdet ihr mich bitte auf der Stelle entführen? Wie bitte? Prinzessin, seid ihr hier? Oh nein, sie suchen mich schon. Naja, wirst schon deine Gründe haben. Okay, überlasst das einfach alles mir. Ich danke euch. Ich stehe tief in eurer Schuld. Prinzesschen, ich erlaube mir, euch hier mit euch zu entführen. Was trödelst du so rum? Du kommst her und zwar fix zu fix. Garnet, du brauchst dich nicht zu fürchten. Das ist Cinna, ein Kumpel. Ach so. Ach, so ist das. Ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich hoffe, euch mit meiner Reaktion nicht beleidigt zu haben. Nun ja, aber eigentlich kein Wunder, dass du bei dem seiner schrägen Fresse so erschreckst, Prinzessin. Wo siehst? Ein ganz schöner Binny. Hörst mir sie fix. Prinzessin. Sackelzement. Schnell fuhrt sie fix. Los, schnell Zinna hinterher. Ja, ja, komm, schnell. Hopp, 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 hopp. Rein da. Oh, Steiner, bist du hier? Prinzessin. 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 Wer das wohl sein mag? Aha, der Herr bequemt sich auch endlich. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Prinzessin. Ey, Cinna, das ist doch eine verdammte Sackgasse hier. Ich hab alles im Griff, sie fix. Zack. Peng. Hab da kleine Volltür hier, sie fix. Prinzessin. Schnell springen, sie fix.
Ist die Prinzessin etwa da unten? Ich spring schon, Hauptmann. Ah, oh, man. Kerl, was machst du da für Faxen? Hauptmann, ich stecke fest. Verdammt. Was macht er jetzt? Der macht doch nicht etwa das, was ich glaube, dass er macht. Reingelegt. So, hier unten müssen wir dringend zwei Truhen mitnehmen. Welch graziler Sprung, Prinzessin. Da könnte ich mich ja glatt verlieben. Ein leichtes. Schon vergessen, wie ich vorhin entschlossen den Turm hinuntersprang. Wie könnte ich? Du bist eigentlich viel zu schade für eine Prinzessin. Bitte, lasst uns dies ein andermal besprechen. Wir sollten gehen. Ja. Schon recht, Prinzessin. Das Ventil einmal nach links drehen, bitte. Oh. C-Fix. Wenn's Mord drückt, so obdrehst, stürzt man nur ab. C-Fix. Das Radl sofort nach rechts drehen, C-Fix. Ah, okay. Ah, das war dann wohl zu viel des Guten. Das Ventil nach rechts drehen. So machen wir das. Wir brauchen etwas weniger. Oh. Da hinten ist eine Truhe runtergefallen. Wenn's den Mordruck so aufdrehst, nur mal, dann fliegt das Schiff nur in die Luft. Sie fix das Radl sofort links drehen. Ja, mach mal. Mach mal. Boah, das Ding gibt ja Gas. Wie eine Dildo-Maschine. Jetzt stabilisiert sich's. Es muss aber da runter, C-Fix. Komm ich da nicht runter? Hier? Ach, da hinten ist die Treppe. Oh, ist das peinlich, dass ich die Treppe nicht gesehen habe. Naja, Wayne Rooney. Truhe, zack. Phoenix Fader. Und wir müssten das noch schaffen, hinter die Maschine zu gelangen. Achso, das müssen wir so machen dann. Genau, und hinter der Maschine kam nämlich noch was runter, das ist nämlich nur für die Christaune. So, meine Bärchen. Bereit. Lass uns in das Zimmer zur Linken flüchten. Gleich, wenn das Stiegel aus ist, na, dann hauen wir ab. Das Stiegel. Oh, Steiner. Stehen geblieben. Prinzessin, Steiner wird euch retten, verzagt nicht. Prinzessin Garnet, seid unbesorgt. So ist das Recht. Zum ersten Mal seit Gründung der Pluto-Truppe gelungene Zusammenarbeit. Weiter so, Soldat. Prinzessin, alles wird gut. Mit Verlaub entführen wir euch jetzt, wenn's recht ist. Bitte? Wer bist du, Komiker, überhaupt? Von nun an passen wir auf die Prinzessin auf. Und da geht's in den Kampf mit Steiner. Kann man dem Steiner hier jetzt was klauen eigentlich? Ja, probieren wir es einfach mal. Vielleicht kann man was klauen. Du elender Schurke. Klau. Seidenhemd. Hey, haben wir das nicht schon? Lederhut. Hey, Zinner, klau. Ein habe nichts. Seidenhemd und ein Lederhut haben wir ihn schon abgeluchst. Attack! Attack! Zack! Und Zinner greift auch an. Zack! Oh, der hat zum ersten Mal über 20 Schaden reingehauen, Zinner. Hast du irgendwelche Techniken? Und tschüss. Nee, das müssen wir jetzt nicht unbedingt benutzen. Attack! Attack! Und jetzt müsste es dann langsam vorbei sein. Genau. Na, wenn das so ist. Aha. Fuck, die Mist. Verdammter Mist. Die Mistviecher. Was ist denn das? Ach, die Jupp-Zirpfen sind da jetzt weg. Hehe, solche Opfer.
Oder soll ich lieber sagen, so ein Opfer? Ich habe langsam die Schnauze voll. Oh Gott, los, lass es. Das ist unsere Gelegenheit. Lass uns abhauen. Die drei sind da beschäftigt. Und Zidane und Garnet hauen ab. Bark. Heute Abend endlich werden Cornelia und Prinz Schneider im Bund der Ehe vereint. Dadurch gewinne ich die Kontrolle über den Prinzen und somit auch über sein Land. Muha. Ah, wir haben einen verdächtigen Mann festgenommen. Benero und Cenero. Na, wenn das mal nicht Markus ist. Ja. Aber wie sehr du auch Cornelia lieben magst. Und egal, wie sehr Cornelia auch dich lieben mag. Ein Kerl aus so einem niedrigen Stand wie dir ist die Hand meiner Tochter nicht vergönnt. Wenn diese Glocke zum dritten Mal läutet, dann hat dein letztes Stündlein geschlagen. Oder auch nicht. Sehen wir ja gleich. Sehen wir alles gleich. Kein Problem. Was sollen wir tun? Das ist eine Sackgasse. Verdammt, wir sitzen in der Falle. Zidane, Lift Nummer 2, C fix. Okay, Garnet, hierher. Wohl so geht. Oh. Hat der Zinner einfach voll aufs Maul kauen. Aber frech ist dies. Noch einmal. Prinzessin, an alle, spielt einfach weiter. Hä? Wo bin ich hier? Cornelia. Dein geliebter Markus. Markus. Ja, das ist es. Theater war schon immer ein kleines Steckenpferd von mir. Na prima. Dann spielen wir erstmal eine Weile weiter. Königin Brane sieht bestimmt auch zu. Das war auch gar nicht auffällig. Markus, ich habe dich ja so vermisst. Ich möchte nie wieder von dir getrennt sein. Wo auch immer du hingehst, ich möchte an deiner Seite sein. Na, König Lear, wie schaut's aus? Gib den beiden eine Chance. Ausgeschlossen. Du möchtest nie wieder von ihm getrennt sein. Das ist ausgeschlossen. Absolut ausgeschlossen. Cornelia wird Prinz Schneider hier heiraten. Prinz Schneider. Ich und die Prinzessin. Wenn ihr euch mir in den Weg stellt, muss ich euch alle töten. Au. Abgang, die sind zu stark. Cornelia, sei brav und kehre mit mir zum Schloss zurück. Nein, ich will nicht. Cornelia, hör auf, deinen Vater immer nur Kummer zu bereiten. Siehst du denn nicht, dass diese Heirat nur zu deinem Besten ist? Das lasse ich nicht zu, König Lear. Es wird Zeit, endlich abzurechnen für die Rache meiner Eltern und für meine geliebte Cornelia. Jetzt geht's los. Möge mein Schwert von nun an sprechen. Warum? Markus, bitte, vergib mir, aber er ist mein Vater. Prinzessin Cornelia. Vater, verzeih, dass ich so ungezogen war. Aber bitte, zeige Markus Güte und vergib ihm. Das darf nicht sein. So werde ich von nun an Cornelias liebliche Stimme nie mehr hören. Und werde ich von nun an Cornelias sanfte Berührungen nie mehr spüren. Wenn dem so ist, dann möchte ich auch nicht mehr leben. Oh, was für ein schönes Theaterstück dieses Jahr. Gott, oh, mir kommen gleich die Tränen. Oh. Mal nebenbei bemerkt, wo steckt eigentlich Garnet? Oh, Stimmungsschwankungen. Boah, mächtig gutes Stück. Ja, wirklich schön. Siehste, hat sich doch gelohnt, extra über die Dächer bis hierher zu kommen, oder? Ach, du Scheiße. Hier geblieben, umsonst sehen es... Naja, das habe ich nicht lesen können.
Ups. Steh auf, Idiot. Ah, die schnappen wir uns. Bleibt sofort stehen, wo ihr seid. Oh, bitte vergib deinen Vater. Prinzessin. Es tut mir leid. Hier geblieben. Stehen geblieben. Kommt nicht näher. Ah, ich brenne. Sieh dann, ich glaube, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Ja, das ist dann wohl das Ende der Theatergruppe Tantalus. Garnet, wir hauen ab. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Steiner, bitte lasst mich einfach nur in Ruhe. Hauptmann, wie lauten eure Befehle? Erstmal alle festnehmen. Ein Sturkopf, wie immer. Lass die Pfeife und komm endlich. Ja, Prinzessin. Hey, Kleiner, bist du in Ordnung? Ja. Ja, ich bin nur ein bisschen gestolpert. Prinzessin, ich bin untröstlich, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Ab in den Fight mit diesen beiden. Oder allen drei oder was auch immer. Ja. Ich hätte eigentlich schon längst einen Cut machen sollen. Nun ja, dann wird es diesmal halt anders geschehen, ohne diesen Pause-Button. Machen wir das nächste Mal dann. Markus, Attack! Magie Medeo. Schwarzmagie Feuer. Medeo. Angriff. Bats! Spann dir das für das Theater. Achso, das war nur. Oh man. So schlecht. Vivi, Feuer. Das ist keine. Nicht nur bloß irgendwas, sondern das ist echt serious. Ich habe noch eine Verabredung. Kommt sofort zurück, ihr feigen Hunde. Autsch. Autsch. Wir müssen mal klauen. Wir müssen echt klauen. Heilige Magie, Vita auf Markus. Markus kann nicht klauen, sondern nur angreifen. Okay, dann hat sich das Ganze eh erledigt. Oh yeah, baby. Come on. Hit me, baby, one more time. Schwarze Magie, Feuer. Autsch. Schwarze Magie, Feuer. Ah. Das hat gesessen. Geht's nicht weiter? Doch. Nee, doch nicht. Ah, wie kann das sein? Ja. Das weiß ich nicht, wie das sein kann. Wir sind fertig, zieh fix. Gut. Hier ist alles klar, Chef. Sehr gut. Erstmal begrüßen wieder. Los geht's. Ich werde gleich einfach einen Cut machen. Das war einfach die erste Folge heute. Ziemlich lang. Aber es war einfach die erste Folge. So mache ich das auch. Ja, jetzt ist das Schiff unterwegs und, Was? Was? Nein! Mach sie fertig! Oder so. Keine Ahnung, was die fette Kuh da schreit. Aber hier wird auch auf jedes Leben, was auf diesem Schiff war, geschissen. Einfach diese Dinger reinrammen. Was stirbt? Mein Gott, das ist tot. Aber die will auf jeden Fall, dass die tot sind. Fast sogar Garnet. Oh oh. Ach, scheiß auf die eigene Bevölkerung. Die kann man ersetzen. Die kann man ersetzen. Oh oh. Große Kanone oder was? Oh mein Gott. Oh, das ist kein normaler Gegner. Also beziehungsweise das ist ein Gegner. So sieht's halt einfach aus. Der erste
Kampf gegen ein Monster aus der Final Fantasy World. So. Steiner und das Monster, oder was? Oh Mann, ist das ein Vollidiot. Kann man nicht klauen? Nee, kann man nicht klauen. Oh Mann. Mach mir ihn einfach fertig, komm. Wir müssen eigentlich gar nichts machen, nur warten, bis das Ding hier vorbei ist. Gleich so viel Damage, Garne. Übertreib's bitte nicht, okay? Also nicht, dass es dein Hauptmann Steiner jetzt wehtut. Ja, der glaubt uns jetzt auch nicht, also. Wir sagen, hinter ihm ist irgendwas, er glaubt uns nicht. Naja, ist auch sein Problem, oder? Garnet schlägt wieder zu. Konstant 7, Garnet-Steiner, bitte hinter euch. Einfach schön das Schwert ins Gesicht stoßen. So kommt doch zur Vernunft, Junge, bitte. Größer werden. Dass er das immer noch nicht merkt, dass er sagt. Den haben wir aber ganz schön viel abgezogen bis jetzt. Bitte, Steiner. Den kann man echt nicht helfen, glaube ich. Wie ein Bomber. Auf faule Tricks falle ich nicht herein. Gut, dein Problem. Du wirst explodieren, nicht wir. Beziehungsweise wir explodieren ja mit ihm. Aber er erfährt es aus erster Hand. Oh man, der soll einfach explodieren. Der Bomber geht gleich hoch und so. Und so. Der Markus ist der und so lang. Genau, ich hab's vergessen. Hab ihm bestimmt schon 600 Schaden gemacht oder so. Größer werden. Ah, da ist ja doch was, Steiner. Da ist ja doch was, oder? Ja. Siehst du? Das habe ich dir ja schon gesagt. Das Schiff steht aber noch. Ja, das gefällt dir natürlich gar nicht, ne? Sowas fliegt in die Bevölkerung, scheiß drauf. Alexandria mal halb kaputt betonieren. Oh, 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 oh. Das Schiff fliegt weiter und stürzt ab in Richtung. Oh, Mauern oder wie? Ah, ne, wir fliegen. Irgendwie fliegen wir noch. Ah, jetzt durch den Nebel ging es wieder oder was? Ah ja, ich erinnere mich jetzt. Genau. Ah, mir stürzen auf Tfix. Tfix nochmal. Oh Gott, ey. Ich kann nicht mehr. Bitte. Ah. Dieser Wald, der wird uns noch das Fürchten lehren. Bats! Sieht nach einer Nuklearexplosion aus. Ist es aber nicht. Okay. Diese kleine Göre. Ich hielt sie bisher nur für ein unbedarftes kleines Kind, aber ich habe sie wohl unterschätzt. Son. Wie sieht das aus? Sind sie schon einsatzbereit? Bereit für den Kampfeinsatz, sage ich. Und Prinzessin Garnet, machen wir den Garaus, sage ich. Wer hat was von Töten gesagt? Schafft sie mir auf jeden Fall lebend her. Gut, das wissen wir schon mal Bescheid, dass sie lebendig sein soll. Finde ich nicht schlecht. Finde ich sogar gut, um ehrlich zu sein. Finde ich sogar richtig gut. Oh man. Oh oh.
Das Schiff sieht nicht gerade gut aus. Oh man. Jetzt geht's los. Die ersten brutalen Kämpfe. Himmel, Brane und Wolkenbruch. Hat's dich erwischt, Zinner? Bei mir ist alles klar, aber prima vista, ich sieh's fix. Jetzt beginnt's erst so richtig spaßig zu werden, dass wir auch ausgerechnet den verwunschenen Wald abstürzen mussten. Aus dem Formalitäten wollte dies noch keiner lebendig rauskommen, sie fix. Chef, wir haben hier ein Problem. Unten ist Feuer ausgebrochen und es bereitet sich ruckzuck aus. Keine Panik in der Botanik. Überlegt euch lieber, wie wir das Feuer wieder löschen können. Und vergesst nicht, die Verletzten rauszutransportieren. Schon klar, Chef. Schon klar. Bring uns unsere gesamte Beute nach draußen. Waffen, Items, alles, was noch zu gebrauchen ist. Wenn die alle in Flammen aufgehen, verlassen wir den Wald nicht mal mit den Füßen voran. Roger, sie fix. Der ist echt ein guter Chef. Oh man. Löscht endlich das verflixte Feuer, sie fix. Alles bringen. Allein bringe ich das ganze Zeug nie und nimmer an, aber ist sie fix. Achso, das sind die verletzten Musiker. Einfach hinwerfen. Was tust du denn, Olli? Sie fix wollte ja, tun sie euch vor. Boah, kann ich nicht lesen. Wir suchen Prinzessin Garnet, yep. Wir können sie aber nirgends finden. Vielleicht ist sie beim Absturz unter das Schiff geraten. Yep. Nicht nur die Prinzessin entführen, sondern jetzt ist sie auch noch blott wie ein Flunder. Sie fix. Dafür hängen wir alle. Sie fix. Sie dann. Du durst alles da noch leben. Da legst die nieder, Wurmfliegen. Boah, das kann ich nicht lesen. Von wegen abgesprungen. Ich wurde beim Absturz hinausgeschleudert. Was ist mit den anderen? Da macht ihr mal keine Sorgen. Unkraut vergeht eben nicht. Sie fix. Aber wenn wir die Prinzessin nicht finden, werden wir garantiert am Golgen baumeln. Sie fix. Active Time Event. Ein Active Time Event, Kupo. Steht für Active Time Event. So kannst du die Geschehnisse, die andersorts stattfinden, miterleben. Links unten auf dem Bildschirm ATE eingeblendet wird, Select drücken, Kupo. Egal wo du dich befindest, wird ATE eingeblendet. Erstmal schauen, was andersorts vor sich geht, Kupo. Drück doch gleich mal Select, Kupo. Waldtyran. Ah, und was kommt jetzt? Jetzt sehen wir. Vivi und Garnet. Bist du in Ordnung? Kommt es immer noch näher? Yep. Ah, Hilfe! Den beiden geht es gut, aber die werden verfolgt von irgendwas. Aua, aua. Der Steuermann hat seinen Führerschein wohl bei der Tombola gewonnen. Siehe nur, meine arme Zimbel. Ach, die tut mir jetzt schon leid. Naja, wir werden jetzt hier erstmal speichern, meine kleinen Freunde. Ich speichere Kupo. Und ich beende einfach jetzt den Part. Das war einfach ein Teil. Ich hole mir jetzt was zu essen. Fress was Gescheites. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Wobei, ich muss erstmal die Fernbedienung hier finden. Ach, da habe ich sie hingelegt. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Chosen, euer Randy.